Na, ihr Rallies, willkommen zurück zu This Hack Needs a Name. Habt ihr schon einen Namen gefunden? Ich noch nicht, aber ich finde ihn schon ganz spaßig. Kleiner Hack für zwischendurch, nee, klein soll er nicht sein, aber leicht. Und deswegen würde ich mal sagen, machen wir mal weiter. Beim letzten Mal haben wir ja hier dieses Secret Exit und das normale Exit in dem Nut Butter Platforms gefunden und können jetzt entweder ins Sweet Castle gehen oder in diese, was war das gerade, in den Candy Cane Climb. Das soll uns irgendeiner übersetzen. Ich mache das mal lieber nicht. Candy Cane, ja, irgendwas Süßes halt und Klettern gibt's auch noch. Viel Spaß, das machen wir jetzt. Yo. Ach Gott, das habe ich gemacht, das Level, ne? Ach, Candy Cane, ist das eine Zuckerstange? Sieht so ein bisschen von der Optik her so aus. Yo. Was wollte ich jetzt gerade? Ich wollte gerade was loswerden. Und zwar, genau, es hat sich ergeben, witzigerweise. Das tut mir an dieser Stelle fast leid, aber ich glaube, so schlimm ist es nicht. Und zwar, dass der Mettbaron ziemlich genau zeitgleich mit der ersten Aufnahme von diesem Video hier auch wieder einen SMW-Hack gestartet hat. Nicht mit der ersten Aufnahme von diesem Video, sondern von diesem Projekt her. Und davor hatte er eine kurze Zeit eine SMW-Hack-Pause. Und ja, es tut mir jetzt so ein bisschen leid, dass das vielleicht so ein bisschen zusammenfällt. Aber ich sag mal, die Leute, die wirklich SMW-Hacks gucken wollen, die lassen sich bestimmt nicht davon abhalten. Und im Zweifelsfall sollte natürlich sowieso eher bei Matti reinschauen, das ist ja klar. Okay, das ist ja ein lustiges, schönes Gesicht. Also sorry an dieser Stelle, dass das jetzt so ein bisschen zeitgleich ist, aber ich glaube, das kann mir ein echter Rally nachsehen. So, ach hier immer diese Springboards, aber okay, es ist tatsächlich ein Level, in dem man schön klettern kann, ein bisschen Geld abstaubt. Zuckersüß von der Optik her. Das ist, finde ich, auch schön, das ist ja im klassischen... Oh, guck mal da, habe ich eine Blume rausgeboxt. Das ist ja im klassischen SMW, der Fuzzy Tony ist der... im klassischen SMW ja auch so gewesen, dass die ein bisschen... da so Süßigkeiten und so als Thema hatten. Donut Plains, Vanilla Dome, all diese Dinge, also Lebensmittel im Allgemeinen, aber halt mehr schon auch auf Süßigkeiten bedacht. Und das finde ich eigentlich ganz schön, dass hier auch darauf so ein bisschen geachtet wurde. Also es ist wirklich, wie gesagt, ein sehr SMW-orientierter Hack. Ich weiß nicht, ob das da so eine Disziplin gibt, vielleicht sogar in... Hallo, würdest du bitte diese Ecke raufrallen? Jetzt. Im SMW Central oder sowas. Möglichst authentische SMW. Wow, danke. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Okay, Achtung. Ja, mit der Physik von Notenblöcken kenne ich mich aus. Das ist gut. Ja, ich weiß nicht, ob es da solche spezielle Disziplinen gibt, auch wirklich Hacks zu bauen, die möglichst authentisch am Original bleiben. Aber fände ich auf jeden Fall eine coole Idee. So. Weil irgendwo der hier, der macht das ganz gut bisher und macht auch Spaß. Also es ist ja jetzt nicht so, dass man meiner Meinung nach immer möglichst viel Neues reinbringen muss. Es ist natürlich auch cool, wenn das Neue dann Spaß macht. Aber wenn es keinen Spaß macht, dann ist das besser, sowas zu machen hier. Und um so ein bisschen die SMW-Skills oder so zu trainieren für das Projekt mit Katze, was ja vielleicht auch ein kleiner Hintergedanke sein mag hier, ist das super. Gib mir das. Die Punkte sind egal, gib mir die Münze. Ich sehe es noch kommen, dass ich hier gleich in den Abgrund falle. Hehe, nee, gibt's nicht. So, schön. Da-da-da-da. Nur, dass die Musik die gleiche ist. Das finde ich immer schön, wenn Leute da so ein bisschen ihre eigenen Musikpalette reinmachen. Das finde ich auch eine coole Sache, dass man das in, was ist das denn jetzt? Sugary Slide. Sieht so ein bisschen aus wie so ein Logo aus Metroid, ne? Machen wir das ruhig mal, Sugary Slide. Ich finde das schön, wenn Leute da ihre eigene Musik so einbauen. Da gibt es ja jetzt so viele Möglichkeiten mit, Add Music und so weiter. Und das finde ich schon cool. So, was sagt die Box? The Yellow Vortex Levels are short, sweet and have an awesome surprise at the end. Also, das ist ein Yellow Vortex Level von dem Logo her wahrscheinlich. Scheiße, ich dachte, ich würde da runterreimen. Aber man rallt wahrscheinlich gar nicht. Ich ralle nicht heute. Ich dachte, man rallt da runter mit so einem bisschen Speed. Nö, macht man nicht. Okay, ab wann macht man das denn wohl? Bitte einmal hier wieder ein super Tipp für einen unerfahrenen SMB-Spieler wie mich. Wie reilt man so eine Diagonale runter? Ich meine, ich kann hier auch einfach unten langlaufen, aber das ist halt nicht so wahnsinnig spannend. Das ist ja eigentlich, ist der Witz von diesem Level ja, dass ich hier möglichst
diese Rutschen da ausnutze und das ist halt, ja, Rutschparadies. Wow, nice friend. Nice find. This green sphere will let you save your game whenever you want. Oh, das ist ja klasse. Und wie mache ich das? Keine Ahnung, das werden wir gleich sehen. Wird das irgendwo jetzt näher thematisiert? Ach, ich kann nach jedem Level jetzt speichern. Das ist super praktisch. Sowas sollten sie in jeden Hack einbauen. Das macht uns keinen Spaß. Manchmal, wenn man dann alles normal machen muss, weil man sich vorgenommen hat, ohne Safe States zu spielen. Gut, dann machen wir jetzt das Sweet Castle, ne? Ist geil. Ding. Yeah. Zack. Oh, das sieht ja hier wirklich zu süß aus. Das ist ja wie so eine Disney-Prinzessin, so ein bisschen. Also ein bisschen also wie das... Ich will dich. Also nicht die Disney, also die auch, aber eigentlich meinte ich jetzt die Yoshi-Coin da oben. Was ist unten? Unten wäre Bonus und Bonus will ich. Man weiß ja nie, wo der richtige Weg lang geht bei sowas. So, Pilz und was ist da drin? Hallo? Ah, noch ein Pilz. Das sind also die gelben Blöcke im Prinzip. Hätte ich das in der anderen Reihenfolge gemacht, hätte ich vielleicht eine Blume rausgekriegt. Aber ich glaube, eine Blume bringt in diesem Schloss, so wie es aussieht, eh nicht so wahnsinnig viel. Wow. Ein bisschen Obacht geben. Sonst stürzt du da in diese Karamellbrühe oder was das sein soll, weil irgendwie was richtig Dreckiges passt da ja gar nicht rein. Ist aber sehr, sehr simpel, das Schloss. Also da finde ich dann schon fast, dass SMW schwieriger ist. Also, ich schrie mich ja nicht auf, aber zack. Das erste Schloss in Super Mario World, das war schon ein Wengele komplizierter. Oder es lag einfach daran, dass ich da meistens besoffen war, wenn ich das gespielt habe. Den Pilz brauchen wir eigentlich gar nicht. Lassen wir das lieber erstmal so. Hopp, hopp. Was gibt's hier? Ach Gott. Das hätte man vielleicht besser einsetzen können. Das gebe ich gerne zu. Aber es ist immer blöd, wenn man in solchen Blöcken nicht vorher weiß, was die von einem wollen. Und wenn man das dann... Ja, boah. Das war ein bisschen riskant. Wow, das war noch riskanter. Aber es hat alles so geklappt, wie ich es wollte. Gut, jetzt eine Feder. Gib mir deine Feder. Eine Feder ist in so einem Level ja sowieso Gold. Dann hat man eigentlich gewonnen. Zack. Zack. Also ich meine, es ist in so einem Level, wo man hier so ein bisschen darauf achten muss, dass man zum richtigen Zeitpunkt auf eine Plattform kommt, weil man kann dann einfach noch ein bisschen entspannt gleiten, wenn man zu früh gesprungen ist. Pilz brauchen wir nicht. Midway Point ist aber... Midway, genau. Midway Point ist aber immer praktisch. Wupp. Okay, da ist schon das Ziel. Ein paar Münzen noch. Also an Münzen sparen die hier nicht. Das ist auf jeden Fall der Fall. Okay, hier sieht es jetzt ein bisschen gefährlicher aus. Oh Gott, wie soll ich denn an das Ding da oben dran kommen? Am besten so und hier wieder weg. Jawohl! Skilla Skala holt sich alle Yoshi-Coins, warum auch immer, weil man 21 Leben unbedingt braucht. Und hier steht... So, hey, do you remember those one purple blocks that you could pick up and throw? Great, Godspeed. Oh Gott, ist das der... Oh Gott. Oh Gott, ach so. Das ist mal was ganz anderes. Das ist kein... Ich muss mich hier erstmal ein bisschen beeilen, dass ich hier... Gib mir jetzt so einen Block. Oh Gott, musste ich den holen? Zack. Okay, ich muss mich hier beeilen. Das ist gar nicht mit dem Boss. Das ist... Oh Gott, hier durchrallen. Ach so, das ist ja auch nicht wirklich mit Zeitdruck. Also so schwer war das jetzt nicht. Ich dachte, das wäre jetzt so, dass da noch 3-4 Passagen von kämen. Aber war auch mal eine interessante Idee, hier keinen Boss ans Ende zu setzen, sondern halt so einen kleinen Hindernisparcours. Warum auch nicht? Ja. Das war noch ein bisschen sweet. So, Ocean Interlude. Oh ja, Wasserlevel. Ich habe irgendwie in SMW gemerkt bisher, ich mag Wasserlevel. Wobei da auch diese komischen Quallen, die es jetzt hier gibt, nicht drin sind. Aber egal. Good job making it through that ugly castle. There are 8 more left to destroy, including that gigantic mass of corroded metal on Color Mountain. Also es gibt auf dem Farbenberg irgendwo richtigen Scheiß. Kann ich eigentlich, warte mal, nein, ich wollte gar kein Save State setzen. Ich habe nämlich Start und Select neu definiert bei mir. Und die Taste, die ich jetzt für Save States theoretisch benutzen würde, war vorher die Select-Taste. Ich wollte gucken, ob ich diese... Wow, du... Bastard, verpiss dich. Ja, bei solchen Viechern werde ich ganz schnell ausfallend.
Nein! Aber gut, jetzt kann man es sowieso testen, ohne Select drücken. Ich wollte nämlich herausfinden, ob diese Blumen möglicherweise... Oh Gott, das ist jetzt ein bisschen sehr Hindernisparcours-mäßig. Ob man die Quallen, nicht die Blumen, die Quallen möglicherweise mit einer Blume erledigen kann? Nein, kann man nicht. Gut, aber so eine Blume ist in so einem Wasserlevel generell praktischer als eine Feder. So. In einer der Röhren ist bestimmt was. Hier nicht. Hier auch nicht. Zack. Hier vielleicht? Auch nicht. Okay, dich machen wir mal kalt. Eigentlich machen wir die ja warm, weil wir spucken ja Feuerbälle. Aber egal. Plot Twist. Wir machen die warm. Wow. Eigentlich finde ich so Wasserlevel angenehmer, wenn ich was halte. Also zum Beispiel meinen Penis. Nein. Zum Beispiel einen P-Switch oder eine Cooper Shell oder sonst was. Ja. Oh, cool. Das gönne ich mir. Oh, das hätte ich mir besser nicht gegönnt. Ich wusste nicht, dass der mich hier auch an der Ecke erwischt. Das war eine fiese Falle. Aber egal. Dann war es halt eine fiese Falle. Zum Glück muss ich da oben nicht durch. Oder ist da... Ach, warte mal. Doch, bestimmt muss ich da oben rein in diese Röhre, um Bonus zu kriegen. Ja, dann gönnen wir uns Bonus. Bonus ist cool. Aber das hier ist nicht so cool. Der Fisch, der macht mich ja jetzt schon kirre. Lass mich mal lieber in Ruhe, Junge. Du Fisch. Ach, hier gibt's nur ein bisschen Münzen wieder. Ja, irgendwie, wenn es im ganzen Level überall schon Münzen gibt und... Ach, hier konnte ich rein, aber ich hätte auch weiter können. Verwirrend. Okay, jetzt bin ich hier. Okay, das hat mich jetzt eigentlich nur meine Blume gekostet, diese kleine Eskapade. Naja. Ich beschwere mich nicht. Ich reg mich nicht auf. Das ist normal. Okay, jetzt ist es ein P-Switch. Ich drücke einfach mal pro forma drauf und gucke, was passiert. Ich glaube, dieses Level hatte ja... oh Gott, das war nicht klug. Das ist aber gemein. Wenn man hier den P-Switch verliert, hat man dann verloren. Weiß ich nicht. Wenn man da also zu früh drauf drückt oder so, hat man dann einfach verloren. Das wäre ein bisschen doof. Ach so, hier hätte man auch nicht weitergekommen, Dezember. Ja, alles klar, Leute. Ich habe gerallt. Halt. Noch haben wir nicht gerallt. Noch haben wir hier gar nichts sicher. Es gab ja nicht mal einen Midway-Point, wenn ich das richtig sehe. Wow. Lass mich mal in Ruhe, du Fisch. Was hat denn der für ein Springmuster? Da gibt es nochmal eine Yoshi-Coin. Ah, zu viele Fische. Oh nein, Fischies. Lass mich in Ruhe. Ja. Hehehe, so, oh, ein Chuck. Hätte ich dir mal lieber... Ja. Einfach, weil ich es kann. Nein, ich wollte doch nicht ins Level schlitschen, ins Ziel schlitschen. Ich wollte doch eigentlich noch ein paar Pünktchen abgreifen. Aber egal. Also, ne. Macht ja nichts. Ocean Interlude ist gespielt. Jetzt kommen die Grass Dirt Plants. Wieso kann ich hier das Spiel nicht speichern? Eigentlich habe ich doch jetzt diese Möglichkeit bekommen, immer zu speichern, diese Sphäre am Anfang des Parts. Naja, egal. Hi. I understand if you wanna, like, use the cape to just fly through this entire level, you'll miss some secrets, so. Also, man kann da durchfliegen, das interessiert ihn eigentlich eher ein Scheiß, aber wir verpassen ein paar Geheimnisse, was auch so ein kleiner Hint auf das Secret Exit in diesem Level zu sein scheint, aber... Hallo? Jetzt. Aber ich will auch gar nicht durchfliegen. So, gehen wir unten rein. Warte mal, können wir hier durch, bitte? Nee, das scheint ein Block mit einer Ranke oder so zu sein. Schauen wir mal. Können wir hier rein? Nee. Ist eine Ranke drin? Jawohl. Gut, dann gehen wir da mal rauf. Ach so, wieder nur Münzen. Na, aber es ist ja eigentlich ganz schön, wenn das einfach so kleine Geheimnisse, das mag ich eigentlich voll gerne. Auch wenn ich mich jetzt gerade so ein bisschen abfällig da geäußert habe, wieder nur Münzen. Aber das macht das Level so schön lebendig und vielseitig. Da kann man hin, da muss man nicht hin. Es bringt einem im Endeffekt nicht viel, da reinzugehen. Aber es schadet auch nicht. Und es ist ein kleiner Zusatz. Ich finde nur, dass bei Mario, was Mario jetzt nicht alleine für ein Problem hat, was ganz viele Spiele für ein Problem haben, aber beim SMW wird es, finde ich, besonders deutlich, wenn man so Secrets etabliert, dass man so ein bisschen, aber dadurch, dass der Zeitdruck da ist, halt irgendwo, ja, dass man dadurch irgendwie irgendwann keinen Bock mehr hat. Das ist bei den 3D-Marios ein bisschen besser gelöst, meiner Meinung nach, weil man, da kannst du wirklich alle Secrets suchen, du bist ja nicht immer, zumindest in den
so, die, an die ich mich jetzt gerade erinnere, bist du ja nicht immer auf Zeit angewiesen, sondern kannst auch einfach munter und langsam rallen. Und das ist eben der Vorteil. Ich glaube, aber ich kann mich jetzt gerade, will mich gerade nicht drauf festnageln lassen, weil ich nicht mehr weiß, wie dieses Spiel funktioniert hat, weil ich so ewig nicht mehr gespielt habe und nie durchgespielt habe. Aber ich glaube, Banjo-Kazooie hatte auch Kazooie. Halt, ihr wisst, wie man es ausspricht, ich weiß das wieder mal nicht. Ich glaube, das hatte auch keine so eine Geschwindigkeitsbegrenzung, keine Zeitbegrenzung. Könnt ihr mir aber gerne verraten. Und hatte ja in den Levels teilweise eine ganze Menge kleinerer Geheimnisse, die man aber auch alle gebraucht hat, wenn man das Spiel auf 100% durchspielen wollte. Mit den ganzen Jinjos oder wie die hießen und all diese Sachen. Und, ich meine, das war in... Ich erinnere mich gerade gar nicht mehr so wirklich dran, aber ich meine, es war im Wesentlichen nicht auf Zeit. Und das finde ich eigentlich ganz cool. Ich meine, klar, SMW funktioniert teilweise auch darüber, dass man so ein bisschen Zeitdruck ausübt, aber so, wenn man so Secrets einbaut, finde ich, man soll dem Spieler, wenn man viele Secrets einbauen möchte, auch die Möglichkeit geben, die alle zu erkunden und nicht da ihm einen wahnsinnigen Zeitdruck aussetzen. Aber in diesem Level hält sich's ja sowieso in Grenzen. Die Zeit, die wir haben, ist ja quasi unendlich. Na gut, kommt auch an natürlich, wie lang das Level noch ist, das weiß man vorher ja nie. Aber wenn es so Secret-Level sind, dann finde ich das immer ganz praktisch, da zu sagen, hey, du hast jetzt aber auch wirklich ganz schön viel Zeit. Wenn es keine Secrets hat, dann, ja, dann braucht man das natürlich nicht, dann ist das egal. Aber wenn es ein paar Secrets gibt, dann ist das cool. So, jetzt mal mit Anlauf. Wupp, wupp. Eine Yoshi-Coin gekrallt. Fehlen noch zwei. Gehen wir da rein? Ja, bestimmt ist das das. Aber ich verstehe gerade noch gar nicht, wie man hier wirklich drüber fliegen sollte, ohne so ein paar Stellen zu besehen, in denen man... Aha, Mancha Run. In denen man gegebenenfalls die Möglichkeit gehabt hätte, ein Secret zu finden. Also leuchtet mir gerade nicht ein. Oh Gott, das wird knapp. Und ich gebe schon ganz schön Gas. Ah, hier ist der nächste Stern, okay. Wow. Sind Mancha Runs jetzt wieder in? Naja gut, der alte Hack ist schon ein bisschen älter, aber ich dachte, Mancha Runs sind insgesamt eher nicht so beliebt in der Hacking-Community. Kann mich mal jemand aufklären? Ich weiß, ich habe ein paar Zuschauer, die auch... Oh Gott, scheiße, das wird nix. So ein bisschen in diesem... Scheiße. Das ist doof. Also es ist eigentlich nicht so schlimm, aber... Für so einen Typen wie mich ist das doof. Machen wir erstmal das normale Exit, ohne jetzt hier irgendwelche großen Röhren zu machen. Ohne irgendwie zu rallen. Wahrscheinlich, also ich nehme mal an, dass dieser Mann schon mal mit dem Secret Exit verknüpft gewesen wäre. Sieht so aus, ne? Ding, yo. Ach, die Yoshi-Coin brauche ich mir jetzt auch nicht mehr holen, ne? Das ist jetzt wieder das Problem. Dass man einmal gestorben schon ist die Yoshi-Coin für die Arsch. Ich hätte wahrscheinlich aber alle gekriegt, wenn ich den normalen Weg weitergegangen wäre. Es müsste noch eine kommen und dann müsste man durch sein. Zack. Komm mal hierher. Jo, danke. Eine Feder. Gib mir doch eine Feder. So. Wow, das war geil. Ich wollte gar nicht jetzt wirklich hier drüber fliegen, aber den Typen habe ich... Dem habe ich aber richtig eine gepfiffen. So, ich will da rauffliegen. Da oben waren Wolken. Gib mir ein bisschen Anlauf. Und was haben wir davon? Ach, ja, eine Blume. Na, besser als nichts. Mal schauen, wo wir landen. Oh, genau auf seiner Fresse. Stell dir mal vor, du bist so ein fröhlicher Chuck. Einfach munter deiner Arbeit nachgehend und auf einmal landet Mario auf deiner Fresse. Ich meine, der Typ wiegt was, ne? Der hat seine guten Diätsvorsätze zu Silvester nicht im Ansatz gehalten. So, jetzt müsste es gleich durch sein, weil da ist die letzte Yoshi-Coin. Und sind wir durch? Jawohl. Komm schon, da kriegen wir jetzt mal nochmal gut Punkte. Scheiße. Vergessen, dass man Anlauf braucht zum Fliegen. Naja, egal. Das hat keiner gesehen. Okay, ihr Rallys, ich sehe auf meine Zeit und ich sehe, der Timer schreit. Scully, es ist genug. Drum ist es auch genug. Ich sag euch mal noch einen schönen Tag. Wenn euch das Video gefallen hat, Daumen nach oben und man wird euch loben. Und beim nächsten Mal gucken wir dann mal nach dem Secret Exit, dass wir diesen Mancha-Run hinkriegen und gehen natürlich weiter in diesem Gras-Sumpf-Areal. Macht's gut, bis dann, euer Scully, der Rally.